Wir arbeiten an dieser Stelle ohne zusätzliche Movement-Daten, die zum Beispiel durch das Zebra-System und eine entsprechende Schnittstelle importiert werden können, und stellen lediglich unsere Mittelwerte sowie eine entsprechende Beshebung ein. Anschließend wechseln wir in den Expertenmodus, um unser Arbeitsmodell über die Option Mesh hinzufügen, entfernen, als zusätzliches Situations- oder WebSub-Modell abzuspeichern und manipulieren zu können. Denke an dieser Stelle bitte daran, dass eine Modellmanipulation jetzt frei geschieht und nicht im virtuellen Artikulator. Daher können wir alle Modellinformationen unterhalb des Zahnäquators Richtung Modellsockel entfernen. Unser bereits zuvor vorbereitetes und abgespeichertes Situationsmodell laden und wählen hierzu den Objekttyp WebSubScan und können jetzt von uns gemeinsam geglättet, harmonisiert und angepasst werden.